Du müsst dich hier eine hoch machen. Zack, 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 zack. Goldblock, Moment. Brauchst du nicht. Da kannst du dir einen kleinen Sprung ja drin lassen. Ma. Na gut. Dann passiert das, genau. Komm schon. So. Muss ich jetzt tatsächlich für diese Sprünge extra noch einen Sprintjump auf dem Glasscheibe hinlegen? Yes, sir. Oh, verdammt. Nein. Du hättest auch Zäune nehmen können. Ich weiß, kommt auch noch. Die Glasscheiben sind etwas gemeiner. Zäune wäre ein bisschen tricky gewesen, weil Lava, nee, Feuer. Ja, die Wolle. Auf diese Höhe nicht mehr, da ist das kein Problem. So. Ich glaube, so geht's schneller. Ich hätte aber gerne Leiter. Leitern sind so cool. Sei denn, man muss an ihnen rumspringen. Mach nochmal. Ich hätte gerade so gerne eine Face-Cam. Weil ich gerade so dermaßen am Grinsen bin. Kann ich mir vorstellen. Ah, ja, ja, ich glaube, da machen wir den. Ah, warte, nee. Stil echt. Wo ist er denn da? Also, nein! Oh. Genau, noch in der Lava schlagen. Jetzt müsste einer die Tür aufmachen. Danke. War das hier die? Ja, ich glaube, das war die, die etwas gemein ist, denn in dieser hier gibt es keine Glasscheibe. Ja, kommt man. Aber ist alles machbar. Aber man kann auch gar nicht drauf sprinten, oder? Doch, geht. Schwer, aber machbar. Aber du überschießt relativ schnell die Glasscheibe, das ist das Problem. Mhm. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Dass diese Challenge keinen Checkpoint hat, sondern dass hier wirklich eine 1-in-1-Durch-Challenge ist. Du bist ich mich jetzt recht ein bisschen Sinne. Krank. Danke, du darfst mich direkt ans Ende teleportieren. Bam. Ich war auf der dritten Glasscheibe fast. Ich würde euch Stück für Stück teleportieren. So nach dem Motto, hier stürzt es ab, hier hin. Darf ich mal irgendwas testen? Was möchtest du denn testen? Der TS hat mich ja immer so runtergeregelt, ne? Oh, war ja. Ich glaube, ich nehme gleich die Kopfhörer ab. Ja, ich würde da nur einmal so gegentippen, so. Leise? Oder so. Jetzt müsstet ihr mich nicht noch hören. Fast gar nicht mehr. Okay, dann funktioniert es dann auch noch nicht. Also sehr leise warst du eben. Nein! Ja, warum? Eigentlich habe ich jetzt auch eingestellt, dass Programme mich nicht runterregeln dürfen. Ja, das ist ganz sinnvoll, das sollte man auf jeden Fall machen. Die drehen dann nämlich meinen Pegel auf 80 oder so. Und dann hört man mich schon nicht mehr. Na gut, dann wäre der Punkt, wenn du dann anders eingepegelt bist, müsste man dich ja wieder im TS lauter drehen. Weil im Moment bist du nur auf 2 dB, habe ich dich, glaube ich, im Vergleich zu den anderen. Das passt dann das Verhältnis nicht. Ich hab Reggie so gelassen, wie er war, und ich auch, und Dingens da habe ich, ja, Glück, habe ich gleich plus 6 drin. Ja. Das ist ziemlich leise und er sagt aber auch nie was. Selten, also ich glaube, stellenweise hat er sich einfach gemutet. Meinst du, weil er im Ragen ist? Ja, so ein bisschen. Nö, sagt er. Nö, sagt er. Na super, bis dahin bist du ja schon gekommen, ist doch toll. Ich bin dafür, dass wir jetzt ein schönes Liedchen anstellen. Ja. Oh, das ist klar. Oh. Ja, das ja, ist gut, ich glaube, er wollte sagen, dann leg mal los oder sowas. Ja, ja. Die hast du inzwischen echt drauf, ne? Ja, aber der hier wird mich wieder anstrichen. Das werde ich garantiert wieder nicht hinkriegen. Weil du da dran hängen bleiben musst und nicht drauf landest. Ja. Hallo, wie geht's? Ja, damit? Und da war's wieder. Moment, ich hole dich hierher. Wo komm ich denn? Es geht ja, wie gesagt, im ersten Moment. Okay, tepoiere dich jetzt. Okay. Danke. Weil es geht ja hier in erster Linie darum, dass alle Sprünge possible sind, dass man den Beweis zu müssen. Ich weiß, ich hab's ja auch schon ein paar Mal geschafft. Das Problem ist nur. Genau, also die sind machbar. Ich
Ich habe also keine Ahnung, wie ich die reproduzieren soll. Okay, jetzt muss die hier drüben noch hin und dann auf den goldenen Block. Und ja. Alles klar, was wolltest du denn sagen, Gottfried? Ich habe im Chat ein Lied angestimmt. Ja. Echt? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Overshot. Den Chat, das ach du Schande. So ein bisschen hinter den ganzen ach du Schande. Oder die Lagen von Madagaskar. Wenn ich jetzt schon etwas geschickter wäre mit der Gitarre, würde ich sie holen. Ach ja, stimmt. Danke. Ja, ich habe heute absolut jeglichen Ehrgeiz abgelegt, weil ich beim letzten Mal mich einfach zu sehr aufgeregt habe. Genau aus dem Grund habe ich auch am Anfang das Schild noch abgeändert mit den Ragen. Ja, oh, endlich ich hatte meine Ladung Ragen gestern bei Battlefield wieder, von daher. Was habe ich dir über spontanes TPen gesagt? Du bist gestorben, dann hol ich dich sofort her, dann brauchst du doch nicht mehr laufen. Ja, also da muss auf jeden Fall der gute Gottofell noch was machen. Entweder die Tastatur dämpfen. Ja, ich muss ja eh wahrscheinlich bald eine neue anschauen. Ich glaube, die alten Geister auch hier. Ich würde mich nicht wundern, wenn. Dann kaufe ich mir eine mit Watte. Mit Watte? Okay. Ja, eine komplett aus Watte, die haben nicht gehört. Okay, das ist jetzt ein kleines bisschen gemein. Der geht noch. Das ist jetzt mehr als. Das bitte was? Richtig. Moment mal. Bitte was? Du musst auf der Leiter landen, dann musst du dich an die Leiter hängen und mit Shift hier langsam rum. Funktioniert. Kann ich mich nicht auch einfach direkt an die Leiter hängen? Kannst du auch machen. Ist aber größeres Risiko, dass er abrutscht. Ja, aber wahrscheinlich kriege ich das eher hin wie alles andere. Nein. Ja, wieder an der Hitbox hängen geblieben, nicht umgekommen. Jetzt schiebst du nicht mal auf die arme Hitbox hier. Kann auch nicht. Ja doch, es ist aber dummerweise die Hitbox. Baby, one more time. Ja. Dann schwebst du bei mir etwas über der Leiter? Ich krieg gerade über zwei Stunden. Gut, danke. Du hast mich gerade in die Wand geportet, deswegen. So, wo seid ihr beiden? Ihr wollt es noch versuchen oder wollt ihr auch etwas weiter kommen? Sobald ich wieder ein paar FPS hab, so. Kann ich es weiter versuchen. Alles klar. Ich weiß ja nicht, mal so. Ne? Soll ich zuerst eine bessere Grafikkarte kaufen oder zuerst einen besseren Prozessor? Oh Gott, ich stehe schon wieder an der Wand. Ja. Was hast du für einen Prozessor, was hast du für eine Grafikkarte? Das ist immer die Frage, was hat bei dir die geringste Leistung? Beziehungsweise... Prozessor ist ein i5, da weiß ich aber nicht genau, wie weiter. Müsste theoretisch eigentlich reichen. Ja. Die Frage ist, was für Socken hat er? 7000 irgendwas oder sowas. Und Grafikkarte AMD Radeon 7850, glaube ich, oder 7870. Die ist normalerweise auch nicht schlecht. Oh, was ist ein geiler Bug. Ich bin gerade voll noch hier unten lang gerutscht. Und interessant ist auch immer mein Arbeitsspeicher, ja, wenn ich den PC immer ein bisschen länger anhab, dann ist der Arbeitsspeicher, ohne dass ich irgendwas geöffnet habe, zu 40% ausgelastet. Da klingt eher, als wenn du mal dein System komplett neu aufsetzen und vernünftig bereinigen müsstest. Ja. Sollte ich mal machen. Dass du da zu viel Altmüll hast, der im Hintergrund läuft. Es ist leichter, direkt an die Leiter zu springen, als sie runterzulassen, weil da fällt es bei einer Leiter definitiv runter. Ich habe eben vorher festgestellt, ich habe zwei Virenprogramme, die permanent laufen. Ja, schon mal kein Wunder. Vor allem eins, was ich nur installiert habe. Vor allen Dingen, ich müsste mich noch ein Stück runterlassen, aber ich kann die Taste so schnell hintereinander hauen, wie ich will. Ich falle trotzdem von der Leiter. Da solltest du vielleicht eine mehr hinhängen. Zumindest an einer Stelle, dass du in Mühe runterkommst. Ach, Okami, wende mich. Was ist eigentlich hier mit Lück? Der macht nichts mehr. Ist der tot? Nö, eben hat er noch was gesagt. Zu deinem. Ich stehe gerade dumm in der Gegend rum, weil mir die Sprünge zu blöd sind. Okay. Ich höre Villager. Oh, ja. Wie hast du dir das jetzt da gedacht? Was sollst du da bitte schön machen? Sag jetzt nicht von der Leiter da die zwei Blöcke rüberspringen an die andere Leiter. Puh, okay, jetzt schwebe ich gerade noch. Aber eigentlich genau das.
Okay, na, da bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriegen soll. Okay. Ich hoffe, jetzt schwebe ich nicht mehr, weil eigentlich müsste ich jetzt an der Leiter dranhängen. Ich halte schon Shift. Ich hoffe, er nimmt das an. Okay, ich hole dich einfach mal hoch. Glück stirbt nicht. Er cheatet. Tja. Huh, danke. Okay, Frieden. Also eigentlich ist es wirklich nur so wie du bist, rübergehen. Man müsste genau drauf kommen. Und dann mit Shift noch dran hängen bleiben, im schlimmsten Fall. Rübergehen, das heißt, ich soll einfach jetzt... Einfach nur gehen, ja. Versuch mal. Kleiner, okay. Weil springen kannst du hier eigentlich nicht. Nee, du kannst nicht springen und das ist das Problem. Wenn du von der Leiter gehst, fällst du direkt gerade runter. Okami. Ja. Komm mal. Mach mich mal da auf den Block drauf. Keine Lust mehr auf die Scheiben. Kommt nur noch welche. Die machen mich depressiv. Dabei sind die Scheiben noch schön einfach, die Leitern hier hinten. Aber schön, dass Onkel Lück direkt schon mal bei den Leitern wieder depressiv wird. Leitern, komische Glasscheiben, nein. Darf das, nachdem ich gestern mein eigener Panzerfahrer auf die Mine geschoben hat. Was? Bitte? Dass die Leute es nicht kapieren, wenn du 10 Meter vor dir der Minispot bist. So. Ich hol die erstmal hoch. Du bist leider gerade wieder extrem leise geworden. Ja, das ist, ich würde mal gerne wissen, wo das bei ihm herkommt. Ich habe keine Ahnung. Wird's wieder lauter oder? Ja, wird wieder lauter. Sobald du dann aufhörst zu reden für einen Moment, dass dein TS wahrscheinlich wieder auf Lauschkurs geht, hat es dich wieder lauter, wenn du anfängst. Ja, das habe ich komischerweise aber auch im Skype und ich habe es auch im Mumble. Und also es ging, das war jetzt. Ist dann vermutlich an der Leitung. Ich probier's jetzt mal mit Doppel-W, weil Springen ist ja nicht. Das heißt, ich mach jetzt mal mit Doppel-W. Bewegst dich nicht schneller und du fällst direkt gerade runter, wie du von der Leiter bist. Ah, warte, ich glaube, ich weiß, wie ich das gedacht hatte. Du musst, glaube ich, wirklich hochgucken und dann so leicht, na komm, hin. Also hier so kann man sagen, laufen. Dass du dann an der Leiter hochläufst die ganze Zeit. Okay, na, da bin ich, okay. Wo wolltest du hin? Ich glaube, der wollte hier hin. Nein, wo ich eben auch hin wollte. Zack, gute Feld da hin. Aber, also, es geht. Ein Glück, dass du nebenbei den Chat nicht liest. Ich hab's gerade registriert, aber ich hab noch ein paar Sekunden gebraucht, bis ich verstehe, was er meint. Sei dir verziehen. Nee. Ich meinte gerade nur, ich hab mich ja schon dran gewöhnt, dass die Fahrer es nicht kapieren, wenn du vor denen irgendwelchen Minenspot ist und sie einfach trotzdem reinfahren. Ja. Aber wenn du dann aussteigst und hinrennst, um die Mine zu entschärfen, und der Typ dann von hinten angefahren kommt und dich auf die Mine schiebt und du dann mit ihm explodierst deswegen. Das ist leider noch so das Untypische. Ich habe jetzt mit Hochgucken und Sprung drücken versucht. Das Problem ist ja, dass ich... Ah, warte mal, von da hier könnte ich es schaffen. Okami. Ganz ruhig. Ich Moment, Pause. Er muss gerade selbst erstmal den Einsprung austesten hier. Ja, wie gesagt, ich habe ihn damals geschafft, aber wenn die wirklich irgendwas nur minimal geändert haben, kann das ja schon alles versauen. So, ich hoffe, ich hänge jetzt hier von der Höhe her auch passend. Jawohl. Ah, da bin ich jetzt abgerutscht. Mist. Ich versuch's weiter. So. Jawohl, also das geht ohne Probleme. Ja, also da lang, das geht alles. Aber wie gesagt, von da darüber. Ich habe jetzt eigentlich gesehen, wie weit. Ich müsste eigentlich weit genug gekommen sein. Du bist genau bis zu diesem Block, wo ich hier stehe, gekommen und nicht weiter. Ja, weil ich genau hier gelandet bin, deswegen. Ja, aber du fällst da oben für den Abstand, das ist nur, ich glaube, das ist hier nur ein Block drunter, ne? Ja. Da bist du, wenn du da von der Leiter runterkommst, bist du noch im ersten Block und erst dann kommst du in den zweiten. Ja. Weiter als bis da kommst du nicht. Okay, dann müsste ich hier mal gucken, wie man das. Wie sollten jetzt alle Gamer und ich darf nicht? Weil du es noch versuchst und ich mir es nur noch fliegend angucke. Ja, aber ich kann ja nicht in Game-Mode, ich wollte ja gerade in Game-Mode wählen. Würde ich sagen, macht man das auf die Methode, dann müsste es gehen. Das könnte funktionieren, wenn du mich jetzt nochmal hochpackst, das probiere ich gleich aus.